Herzlich willkommen zu Klartext in meinem Black Sommer Interviews, heute wieder von der Frankfurter Agenturterrasse. In der Logistik fehlen Fachkräfte, zum Beispiel Berufskraftfahrer. Laut der Internationalen Straßentransportunion wird der Bedarf allein in 2021 um 25% steigen. Doch auch andere Fachkräfte werden händeringend gesucht. Disponenten, Softwareentwickler, Datenanalysten, Digitalisierungsexperten. Überall fehlt es an klugen Köpfen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Führungskräfte enorm. Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig interne Kommunikation für den Unternehmenserfolg ist. Führen auf Distanz ist eine Herkulesaufgabe. Unternehmen müssen lernen, dezentrale Strukturen zu managen und dabei niemanden zu verlieren. Denn insgesamt ist es um die Loyalität der Mitarbeitenden nicht gut bestellt. Nur jeder Fünfte ist Fan des eigenen Unternehmens. Die Loyalität gegenüber Arbeitgebern nimmt weiter ab. Wie schaffen es Logistiker, offene Stellen zügig mit passenden Kandidaten zu besetzen? Wie sieht eine intelligente interne Kommunikation aus, die mit Diversität ebenso gut umgeht wie mit wachsenden Anforderungen durch die Digitalisierung? Unter anderem darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Nicola Wittland, schön, dass du bei uns bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf auf eurer tollen Terrasse mit dem schönen Feigenbaum, den ich eben schon bewundert habe. Liebe Nicola, unsere Gäste wollen wir natürlich gebührend vorstellen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wissen, wer hier so sitzt. Du bist seit 2007 bei Hellmann Worldwide Logistics, aktuell in der Rolle Leitung Bereich HR, Marketing und Recruiting. Klingt schön international, ist es vermutlich auch. Du hast davor unter anderem auch mal in einem Beratungsunternehmen gearbeitet bei PwC. Und wir beide kennen uns auch aus der Zusammenarbeit im BVL-Themenkreis Image der Logistik, wo du ja auch sehr aktiv bist und dich mit Kolleginnen und Kollegen des Image der Logistik verdient machst. Und Hellmann ist auch durch dich Mitmacher bei den Wirtschaftsmachern, bei der Image-Initiative, die sich ja mit vielen Kampagnen schon gezeigt hat in der Öffentlichkeit. Du begeisterst dich für Kommunikation, für Personalmarketing und unerlässlich heute fürs Thema Netzwerken. Deswegen ist es auch schön, dass du hier bist, dass wir unser Netzwerk noch enger knüpfen können. Und privat bist du sportlich aktiv, du reist gerne, du kochst und noch eine Verbindung, trinkst gerne ein gutes Glas Wein. Genau. Was habe ich vergessen? Nichts. Nichts? Nein, es passt so, es ist perfekt. Sehr schön. Wir wollen mal einsteigen mit einem Begriff, der in Zeiten wie diesen, glaube ich, eine ganz neue Rolle bekommt sozusagen. Es geht um das Thema Erfolg. Mhm. Erfolg ist ja etwas, das Unternehmen haben müssen, damit sie existieren und sich auch weiterentwickeln können. Was heißt denn Erfolg für dich persönlich, einerseits privat, aber auch aus deiner beruflichen Rolle heraus? Was bedeutet das? Erfolg heißt für mich eigentlich immer, wenn ich etwas Wertschöpfendes gemacht habe. Also wenn ich wirklich sagen kann, das, was meine Arbeitsleistung zum Beispiel, wenn ich jetzt auf das Berufliche gehe, wenn ich da etwas Wertschöpfendes getan habe, dann ist das für mich ein Erfolg, definitiv. Privat ist das für mich manchmal ein Erfolg, wenn ich, wie nach diesem vielen Schnee, den wir dieses Jahr hatten, eine ganz besondere, mir liebgewonnene Pflanze durch den Winter im Garten gebracht habe, dann ist das für mich ein Erfolg, wenn die rauskommt. Das ist ein wunderschönes Bild, weil wir heute über sowas wie eine Hitzeschlacht reden. Wir wollten das Sommerinterview schon umtaufen. 34 Grad hatten wir in der Spitze hier. Ja. Sehr schönes Bild. Erfolg gehört ja natürlich auch zu dem, was du beruflich tust, nämlich Bewerberinnen und Bewerber anzusprechen und zu erreichen. Da kommen wir natürlich ganz schnell zu dem großen, weiten Feld des Themas Personalmarketing. Und genau dazu haben wir ein paar Fragen mitgebracht. Ich bin gespannt. Ja, dann nehme ich den Ball gleich mal auf, Nicola, und habe die erste Frage an dich, nämlich worauf kommt es in Zeiten des Fachkräftemangels beim Personalmarketing eigentlich an? Meiner Meinung nach kommt es auf zwei wesentliche Sachen an. Das ist einmal präsent zu sein, sei es in den sozialen Medien, sei es aber auch bei den Mitarbeitern. Andererseits finde ich es mindestens genauso wichtig als Arbeitgeber auch authentisch zu sein. Denn es wird sehr, sehr stark hinterfragt, wie ist eigentlich der Arbeitgeber, bei dem ich mich bewerbe, bei dem ich vielleicht später dann auch beginne zu arbeiten. Also Authentizität ist mindestens genauso wichtig. Sind das dann auch die wesentlichen Eckpfeiler fürs Recruiting, also wirklich zu wissen, wer ist man als Arbeitgeber und das auch zu kommunizieren?
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Eckpfeiler, das genau zu wissen, wie kommuniziere ich. Aber natürlich muss ich auch meine Zielgruppe kennen. Ne? Denn in der Logistik haben wir nicht nur eine Zielgruppe. In meinem vorigen Job hatte ich mit, bei PricewaterhouseCoopers hatten wir mit weniger Zielgruppen zu tun. Mhm. Dafür haben wir mehr von einer Zielgruppe eingestellt. Jetzt haben wir so viele Zielgruppen und auch so unterschiedliche Zielgruppen. Also vom gewerblichen Personal über Disponenten, wie er schon gesagt hat, über die Berufskraftfahrer. Jeder ist so das Aushängeschild auch zum Kunden. Mhm. Als Dienstleistungsunternehmen identifizieren wir uns ja auch sehr, sehr stark mit dem Kunden. Und da ist das auch, das ist eben halt auch ein wichtiger Eckpfeiler, ne? Zu wissen, wie ist meine Zielgruppe unterwegs, wo finde ich meine Zielgruppe überhaupt auch und wie kann ich sie dann eben halt auch für das Unternehmen begeistern und tatsächlich auch für die Logistik begeistern. Welche Rolle spielt denn da gerade, du hast es gerade auch angesprochen, digitale Kanäle, also sowas wie Kununu, Social Media, also Facebook, Instagram und so weiter, gerade jetzt auch bei euch als Logistiker? Ja, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben da auch schon seit mehreren Jahren sind wir auf Kununu sehr aktiv, auf Xing sind wir auch sehr aktiv und da sprechen wir auch Kandidaten direkt an und damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und auch so im letzten Jahr, als wir viel dann auch zu Hause waren, konnte man natürlich über solche sozialen Kanäle sehr gut auch nochmal ausspielen, was macht uns als Unternehmen denn ganz besonders in der Logistik, was sind vielleicht auch interessante Kunden, interessante Projekte, die wir gerade haben. Wir konnten vermitteln, dass wir wachsen und das alles über die sozialen Medien zu spielen, macht es natürlich nicht unbedingt total einfach, aber auf jeden Fall erreicht man einen großen Kreis. Mhm. Gibt es dann ein Schema F, wo man sagt, wenn ich das so mache, dann habe ich Erfolg? Oder ist das dann auch ein bisschen Trial and Error sozusagen? Leider nicht, leider nicht. Also es ist wirklich ein bisschen Trial and Error und es kommt auch ganz stark auf die Zielgruppe an. Wenn ich jetzt versuche, einen Berufskraftfahrer auf Xing anzusprechen, wird mir das nicht gelingen, weil das sind die nicht vertreten. Ne? Wenn ich dann aber versuche, es vielleicht über Facebook zu machen oder vielleicht auch über Instagram zu zeigen, unsere LKWs sind oder unsere Zugmaschinen sind, grün unterwegs und eben halt, dass wir da sehr nachhaltig das damit verknüpfen. Damit machen wir gute Erfolge oder auch gute Erfolge. Ich stelle mir das wirklich aufwendig vor. Dann für die vielen Zielgruppen, die du angesprochen hast, braucht es ja dann eigentlich jeweils einen eigenen Kanal und auch eine eigene Redaktions- oder Themenstrategie, oder? Ja, das wäre schön, aber wir beschränken uns tatsächlich auf einige wenige Zielgruppen, wo auch der größte Mangel ist und versuchen den Rest dann über, allgemeinere Aktionen auch zu bespielen. Ne? Dazu gehören zum Beispiel auch die Wirtschaftsmacher-Image der Logistik, da nochmal zu zeigen, Menschen, ne, in der Logistik zu arbeiten, ist einfach per se schon total interessant, weil ich habe die Projekte X, ich habe aber auch unterschiedliche Standorte und unterschiedliche Themen. Ich kann mich sehr, sehr schnell entwickeln. Das ist auch etwas, was viele Mitarbeiter interessiert, auch viele Kandidaten interessiert. Wie schnell kann ich eigentlich eine Karriere machen? Und das geht in der Logistik tatsächlich ja auch sehr, sehr gut. Ne? Ich kann mich ich brauche nicht immer ein Studium. Also das zu transportieren versuchen wir natürlich auch. Und dadurch haben wir viele Themen auch, die wir für einen breiten Kreis auch aufbereiten. Okay. Aber ja, es ist natürlich, muss ich immer genau vorher überlegen, wie transportiere ich das. Und unsere Mitarbeiter sind da ein toller Multiplikator, die uns im Social Media unterstützen und da einfach ganz, ganz tolle Posts mit unseren Themen machen. Okay. Heißt das, ihr habt dann aber auch eine interne Kommunikation dazu? Also wissen die Mitarbeiter, da kommen jetzt Posts, unterstützt uns da bitte, gibt es so eine Art Social Media Guideline vielleicht auch, wo die Mitarbeiter auch motiviert werden, denn in dem Fall das Unternehmen zu supporten, oder wie habt ihr das organisiert? Ja, also wir haben eine Social Media Guideline. Das ist wichtig, damit wir auch das Richtige transportieren und unsere Mitarbeiter auch eine gewisse Sicherheit bekommen und Rahmen bekommen. Was kommuniziere ich dann als Unternehmen vielleicht oder auch als Unternehmensvertreter? Die ist jetzt nicht so streng, wie sich das anhört, aber ich glaube, mittlerweile hat das fast jedes Unternehmen. Und wir nehmen uns meistens dann aus dem Bereich, wenn ich jetzt ans Personalmarketing denke, wenn ich jetzt mir die Zielgruppe der ITler und digitalen Profis jetzt raussuche bei uns im Bereich, dann spielen wir meistens
genau die Person an, triggern sie an, sagen, hey, ne, wir haben die und die Post, bitte verteilt die an uns oder verteilt die über uns. Und dadurch erreichen sie dann natürlich wieder ihre spezielle Zielgruppe und ihre Bekannten. Und dadurch haben wir diesen Schneeballeffekt dann eben halt genau in der Zielgruppe, die wir eben halt auch erreichen möchten. Ja. Und darüber funktioniert das. Jetzt hast du viel über Zielgruppen und darüber gesprochen, was ihr erreichen möchtet. Arbeitet ihr mit Kennzahlen? Wenn ja, mit welchen? Wir arbeiten mit Kennzahlen. Das sind ganz unterschiedliche externe und interne Kennzahlen. Also natürlich, wie schnell wir eine Stelle besetzt bekommen, von der Ausschreibung bis zur Vertragsunterschrift. Okay. Das ist so eine Kennzahl. Und extern haben wir natürlich auch Kennzahlen, wie viel Likes haben wir auf den Posts, wie viel Views haben wir auf den Posts und Impressions. Also das werten wir aus. Wir schauen uns auch die Stellen, Anzeigentitel zum Beispiel an und gucken, wie kann man da noch etwas optimieren und verbessern. Also wie oft wird das vielleicht auch geklickt und natürlich auch, welcher Kanal ist wie erfolgreich. Ne? Okay. Jetzt hast du eben schon was zu den Erwartungen gesagt in Richtung oder mit Blick auf Karriere zum Beispiel. Mhm. Welche Erwartungen haben heute denn Bewerber so ganz generell an ihren Arbeitgeber? Sehr heterogen tatsächlich. Also es gibt gar nicht den einen Bewerber. Der eine möchte seinen Job machen, der möchte ihn gut machen, der möchte ins Büro kommen, möchte dann aber auch, ich sag mal, wenn er seinen Job gemacht hat, möchte er nach Hause fahren und dann auch tatsächlich nichts mehr viel damit zu tun haben. Ne? Also so dieses Work-Life-Balance ist da eben sehr, sehr wichtig. Mhm. Dann gibt es wieder den Kandidaten, der möchte weiterkommen, der möchte sich entwickeln, der fragt sehr stark nach, was habt ihr intern für Entwicklungsmöglichkeiten und wo wir dann natürlich auch gut mit unserer Academy punkten können. Dann gibt es wieder den Kandidaten, der unheimlich gern ganz, ganz viel Sachen bewegt in der Disposition, dem es Spaß macht, auch dann auf dem Lager unterwegs zu sein, gern, keine Ahnung, auch mal eine Stunde dranhängt, in Schicht arbeitet. Also der sagt einfach, ich fühle mich wohl mit dem, was ich mache und ja, soweit ich das mit meiner Work-Life-Balance verbinden kann, geht es mir dann auch richtig gut. Also da haben wir ganz unterschiedliche Kandidaten. Was zunehmend in den Mittelpunkt rückt, ist tatsächlich diese Frage, wie geht ihr mit dieser Work-Life-Balance um? Also gerade jetzt so im letzten Jahr haben wir auch gemerkt, manchmal verfließt verschwimmt das auch so ein Stück weit. Ne? Ich habe mein Arbeitszimmer, ich habe vielleicht kein Arbeitszimmer, kann abends nicht abschließen. Was mache ich damit, um mich dann auch vielleicht vor mir selbst zu schützen beim Arbeiten? Und das wird auch so viel nachgefragt. Also wie geht ihr damit um? Wie sind die Arbeitsmittel? Gibt es Vertrauensarbeitszeit oder kann ich stempeln, dass ich eben halt auch sehe, wie viel ich tatsächlich gearbeitet habe? Also das sind so Themen. Viele Themen sind auch, wie grün sind wir, wie nachhaltig sind wir unterwegs? Okay. Also welche Wertschöpfung kann ich mit meiner Arbeit auch erreichen? Wie wertschöpfend ist das Unternehmen auch? Also das sind viele Fragen, die wir jetzt gerade auch bekommen. Und natürlich auch last but not least alle Fragen nach Gesundheit, familiengerechtes Arbeiten, aber auch altersgerechtes Arbeiten. Also das sind so Themen, je nach Zielgruppe, je nach Altersgruppe, die dann auch hinterfragt werden. Ja, wollte ich gerade fragen, ob es da Unterschiede oder definierbare Unterschiede vielleicht zwischen Bewerbern auf Ausbildungsstellen und normalen Mitarbeitern gibt, gerade was jetzt im Hinblick auf Work-Life-Balance oder Nachhaltigkeit zum Beispiel, oder ist das querbeet? Nein, da gibt es schon Unterschiede. Ich glaube, wenn wir uns selbst mal hinterfragen, haben wir mit Sicherheit vor 10 Jahren auch noch etwas anderes angesetzt bei der Jobsuche, als wenn wir es jetzt machen würden. Ne? Also, und gerade wenn dann, ich sag mal, Kinder im Spiel sind, Familie im Spiel ist oder ich vielleicht auch Eltern habe, die ich betreuen muss, weil sie jetzt auch dann in einem Alter sind, dann verändern sich solche Fragen. Und da ist es dann natürlich ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat, auch darauf ein Stück weit einzugehen. Ne? Trotzdem sind wir natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, aber unsere Mitarbeiter sind unser Gut, unser Potenzial. Und das ist eben halt dann auch wichtig zu sagen, okay, wenn du in dieser Phase bist, dann versuchen wir auch alles, um dich da bestmöglich zu unterstützen. Und ja, die Fragen ändern sich dann. Okay, eine Frage noch zum Abschluss. Wie bist du persönlich oder vielleicht seid ihr auch bei Hellmann, wie seid ihr zufrieden mit dem ganzen Thema Bewerberanzahlen? Also bekommt ihr genug Bewerbungen? Bekommt ihr die richtigen Bewerbungen? Wie schaut das da aus bei euch? Also grundsätzlich bekommen wir
gute Bewerber. Wir bekommen auch auf vielen Positionen ausreichend Bewerbungen. Mhm. Aber ich will nicht verhehlen, dass wir natürlich auch, ich sag mal, in der IT auch den Bewerbermangel natürlich spüren. Mhm. Ne? Wir haben sicherlich auch mit der Thematik zu kämpfen, dass Logistik an sich ja auch für viele Leute gar nicht so sexy ist, wie es dann wirklich ist, wenn man da arbeitet. Mhm. Und das sind so Thematiken, mit denen wir natürlich auch konfrontiert werden. Von daher ist das auch nicht einheitlich zu beantworten, sondern auch eher heterogen. Und es kommt natürlich auch sehr stark auf den Standort an. Mhm. Also jetzt, wenn ich jetzt an Osnabrück denke, wo unser Headquarter ist, da sind wir in der Logistik Platz hier, da kennt uns jeder, da sind wir ein guter Arbeitgeber, das weiß eigentlich auch jeder, da bekommen wir auch gut Auszubildende, weil das jeder sich bewusst ist. Wenn ich jetzt auf einen Standort gucke, den wir vielleicht erst vor 3, 4, 5 Jahren eröffnet haben oder wo wir ein Unternehmen übernommen haben, da ist es natürlich dann immer schwierig, auch mit einer kleineren Halle, wo es dann wirklich auch um Logistik, um Speditionsleben geht, damit zu punkten. Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir manchmal stehen. Und dazu noch erklären, dass Logistik sexy ist. Genau. Okay, danke. Wir haben noch ein paar andere Fragen mitgebracht. Und die Fragen, die wir mitgebracht haben, kommen aus dem Bereich interne Kommunikation. Mhm. Denn das ist ja in Zeiten von Corona, glaube ich, ein ganz wichtiges Feld geworden. Da bin ich eigentlich ganz schnell bei dem großen Thema Unternehmenskultur. Wie hast du die letzten 1,5 Jahre erlebt aus der Brille der internen Kommunikation? Wie habt ihr es organisiert bei Hellmann? Und was sind so die Rückmeldungen auch der Mitarbeitenden? Fühlen die sich mitgenommen, ausgegrenzt? Ja, wenn ich das reflektiere, erstmal, es sind schon 18 Monate, das ist wirklich eine lange Zeit, die viele von uns fast ausschließlich im Homeoffice verbracht haben, im kaufmännischen Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir fast genauso viele Mitarbeiter, die den Betrieb am Leben gehalten haben, so kann man es ja fast sagen, ne? Die unterwegs waren im Lager, unsere Bußkraftfahrer, die mehr ausgefahren haben. Und wie haben wir das erlebt? Wir haben erstmal alle innegehalten und überlegt, okay, wie kommunizieren wir jetzt? Was haben wir schon an Kommunikationsmitteln? Wir haben natürlich schon viele gute interne Kommunikationsmittel auch gehabt, schon sehr viel digital. Das haben wir alles hochgefahren. Wir sind sehr stark dann über Mailverkehr gegangen und wir haben vorher noch MS Office eingeführt, 365 mit dem Teams-Programm, sodass wir sehr, sehr schnell alle, die im Homeoffice waren, auch dann praktisch per Videocall erreichen konnten. Das war für uns alle ein Learning, plötzlich die Kamera anzuschalten. Wir haben alle dann auch sukzessive versucht, mit Kameras, mit Notebooks auszustatten, sofern wir sie noch nicht damit ausgestattet hatten. Das ist so die eine Seite, das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Und wir haben dann, wenn ich jetzt an uns, an den HR-Bereich denke, regelmäßig morgens immer eine halbe Stunde einen Call gehabt, zusammen mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanager, wo wir immer genau überlegt haben, was kann der Personalbereich noch tun, um noch stärker zu kommunizieren, wo muss ich was, welche Maske tragen, wo bekomme ich vielleicht noch Material her. Und wie sind eigentlich auch die Zahlen, ne? Wie habe ich mich jetzt auf dem Gelände zu verhalten? Das hat sehr, sehr gut funktioniert, so als zweites Standbein. Und wir haben wöchentlich unsere Führungskräfte immer in Calls zusammengeholt und haben sie informiert über das, was ist jetzt gerade bei Hellmann los, was ist aber auch gerade in der Welt los, in Deutschland los, an unseren Standorten, wie geht es uns dort, was haben wir für Maßnahmen ergriffen. Und diese Thematiken sind dann auch immer kaskadierend praktisch an alle Mitarbeiter runtergebrochen worden. Und flankiert natürlich dann mit Aushängen überall dort, wo wir noch aushängen konnten, weil wir dort auch noch einen Betrieb hatten und eben halt auch sehr stark mit digitaler Kommunikation, mit unserem Intranet und mit E-Mails. Das klingt mehr nach Projektmanagement als nach Krisenmanagement, wenn ich ganz ehrlich bin. Danke. Für uns war das ein ganz klares Krisenmanagement. Mhm. Wir haben sehr, sehr schnell auch zum Beispiel ein Corona-Hotline ins Leben gerufen, wo wir uns dann alle abgewechselt haben, FAQs dafür erstellt haben, wenn Fragen waren, wo kann ich
Wahnsinn. Ja, welche Informationen herbekommen, worauf muss ich achten, wenn ich mich jetzt gerade vielleicht nicht gut fühle, muss ich zum Arzt gehen, da haben wir dann halt die Infos gegeben. Und parallel haben wir eben halt auch ein Intranet aufgebaut, ein Corona-Krisenportal, so haben wir es genannt, wo wir auch alle Informationen, die wir finden konnten, kann man ja schon fast sagen, zusammengesammelt haben und tagesaktuell auch aktualisiert haben. In der Einleitung haben wir ja gehört, Führen auf Distanz ist eine Herkulesaufgabe. Alles, was ich jetzt höre, ist Führen auf Distanz. Mhm. Nach meiner Wahrnehmung sind Führungskräfte in der Logistik ja oft sehr operativ. Also die führen gar nicht so wirklich, so richtig, sondern die haben halt einen Job, administrativ oder sonst wie, und führen eben auch. Wie habt ihr es geschafft, die Führungskräfte zu befähigen, in so einer kurzen Zeit dann auch so eine Aufgabe gut zu erfüllen? Indem wir das zum Beispiel auch in den wöchentlichen Calls nochmal gesagt haben, was kann ich jetzt machen, worauf achte, muss ich bei einem Mitarbeiter vielleicht darauf achten, wie ist die Situation des Mitarbeiters, auch nochmal ganz klar gesagt, oder wir haben nochmal ganz klar gesagt, achte drauf, wenn du mit ihm im Call bist, sprich vielleicht nicht immer nur beruflich, sondern auch mal privat, wie geht es dir gerade in deinem Umfeld, wie geht es auch deinen Angehörigen, wie geht es dir selbst, weil da haben wir ja auch ganz unterschiedliche Elemente vorgefunden. Einmal der Mitarbeiter, der vielleicht in einer Einzimmerwohnung allein ist als Single, dann wieder jemand mit einer Großfamilie, also wie kann ich dem halt auch begegnen, ne? Wie führe ich da? Und was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr viel auch an digitalen Lernplatten oder an digitalen Lerninhalten zur Verfügung gestellt und haben das als Lernnuggets genannt. Das sind so kleine Einheiten, 4 bis 5 Minuten, wo man mal so gucken kann, was kann ich vielleicht noch machen. Ne? Und wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich habe dann mich mit meinem Team jeden Morgen zu einem Kaffeeklatsch getroffen, zu einem Frühstücksklatsch, und da haben wir einfach nur privat geredet. Was war jetzt los? Ich habe so ein bisschen was natürlich auch erzählt, was ist so bei uns in den Morgencalls passiert im Personal. Und das haben wir dann halt auch genutzt, um uns auch so ein bisschen abzudaten und ja einfach auch so eine gewisse Routine drin zu haben, dass man sich regelmäßig sieht. Ne? Weil sonst, vorher waren wir sehr eng miteinander, haben uns jeden Mittag eigentlich immer versucht, zum Mittagessen zu treffen, alle, die vor Ort waren. Wir waren ja auch vorher schon viel unterwegs, auch schon immer mal im Homeoffice. Aber wenn wir da waren, haben wir das halt immer versucht. Und nach einer Zeit hat sich das dann auch verselbstständigt, dass man sich dann doch wieder mit dem einen oder anderen mittags mal verabredet hat zu einem digitalen Mittagessen. Und jetzt mache ich das mit meinem Team einmal die Woche, dass wir uns einmal die Woche zu einem Frühstücksklatsch nochmal treffen. Mhm. Und sonst ja, haben wir Einzeljobfixes und unser Gesamtjobfix einmal die Woche funktioniert eben halt auch im digitalen Raum ganz gut. Für euer Team klingt das alles sehr rund und nach einem hohen Reifegrad. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht Interaktion, der braucht Austausch mit anderen, nicht nur mit seiner Führungskraft. Das passiert meistens am Kopierer, am Drucker oder auch mal an der Kaffeemaschine. Wie habt ihr denn Möglichkeiten kreiert, sowas hinzubekommen? Also habe ich dann einfach meinen Kollegen angerufen und gefragt, wie es dir geht? Oder gab es da konkrete Angebote auch von euch? Konkrete Angebote in der Form gab es in den einzelnen Standorten, dass die Standorte unter sich das mit den Führungskräften ganz, ganz gut so organisiert haben, sich dann mal unterschiedlich zum Mittagessen zu verabreden. Das haben wir gar nicht so sehr, ich sag mal, von oben herab steuern müssen, weil das unsere Mitarbeiter sehr gut miteinander in Verbindung gebracht haben, tatsächlich. Und ich bewundere, wenn ich ehrlich bin, auch unsere Führungskräfte, die beides haben, ne? Unsere operativen Führungskräfte, wo die eine Hälfte im Homeoffice sitzt und die andere Hälfte dann, keine Ahnung, dass dieses im Speditionsleben dann ja auch da ist. Ne? Also dann auch nochmal zu schauen, wie kann ich denn eigentlich auch dafür dieses Umfeld schaffen, dass die Mitarbeiter sich dann trotzdem auf Abstand vielleicht in der Kantine was holen können. Ich kann jetzt gerade nicht mehr in der Kantine sitzen und dort essen, aber ich kann zum Beispiel unser Speichergebäude, wo normalerweise die Holding, die Zentralfunktionen drin sitzen, die natürlich jetzt alle dann mehr ins Homeoffice gegangen sind, wie kann ich da den Raum schaffen, zu sagen, okay, da könnt ihr hingehen, da esst ihr bitte in den großen Räumlichkeiten und fühlt euch da bitte ganz wie zu Hause. Also das ging dann eher auch dann auf dieser Ebene nochmal, dass jeder für sich in seiner Niederlassung geschaut hat, was muss ich eigentlich tun, damit die Mitarbeiter sich jetzt, wo sie gerade sind, dann auch wohlfühlen. Wenn du mal diese 18 Monate gesamthaft in den Blick nimmst und dich so fragst, was sind die wichtigsten Learnings für dich in der internen Kommunikation? Das wäre so der eine Teil der Frage. Der zweite Teil, welche Kanäle haben sich da etabliert und vielleicht auch, was bleibt und was wird deiner Meinung nach vielleicht auch wieder verschwinden?
alles nicht mehr gebraucht wird in dem neuen Normal. Ich glaube, was so ein Learning für uns war oder auch für mich war, ist dieses, ich kann nicht omnipräsent sein. Ne? Ich kann nicht alles lösen, ich kann nicht alles erkennen, aber ich kann es versuchen und ich muss genau hinhören und auf jeden Einzelnen auch genau eingehen. Ich muss mich noch mehr auf den einzelnen Mitarbeiter ein Stück weit konzentrieren, muss aber auf der anderen Seite auch aufpassen, dass ich mich selbst dabei nicht verliere. Ne? Und das sind so die Learnings. Ein anderes Learning ist auch wirklich auf diese Work-Life-Balance zu achten, wenn ich permanent zu Hause bin. Und ein weiteres Learning in der internen Kommunikation ist wirklich kommunizieren, ohne zu überfrachten, aber schon auch das weiterzugeben, was wichtig ist, aber auch die Mitarbeiter mitzunehmen und zu sagen, hey, es ist auch in deiner Verantwortung, ne, die Informationen weiterzugeben, mir vielleicht aber auch Informationen zu geben und auch Informationen zu holen. Mhm. Also ja. Push und Pull, wann bin ich am Drücker, wann habe ich das Recht darauf, informiert zu werden. Ja. Genau. Da sind wir wieder bei den Führungskräften, die jetzt ja einfach eine ganze Reihe von Skills ganz schnell sich drauf schaffen mussten oder mit eurer Unterstützung da auch hingecoacht wurden. Wenn du jetzt heute Führungskräfte rekrutierst, einstellst, was sind so die Top-Skills, die haben müssen, damit sie vielleicht auch künftig für solche Ausnahmesituationen gut gewappnet sind? Achtest du da auf andere Dinge als vor Corona? Und wenn ja, was schaust du dir da besonders an? Also ich schaue mir eigentlich immer besonders an, wie kommunikativ ist die Führungskraft. Das habe ich aber vorher auch schon gemacht. Das fand ich vorher immer schon extrem wichtig. Eine Führungskraft muss im positiven Sinne kommunizieren können und zwar in alle Ebenen. Das schauen wir uns natürlich sehr, sehr stark an. Ich denke auch, Belastbarkeit ist immer wieder ein Thema. Also auch diese Resilienz, von der man immer spricht. Also was mache ich um meine Mitarbeiter, wenn ich in einer belasteten Situation bin? Und das hatten wir in der Logistik ganz klar. Wenn man sich so überlegt, dass wir von jetzt auf gleich im E-Commerce-Bereich manche Produkte ja auch verdoppelt haben, auf der anderen Seite Mitarbeiter vielleicht etwas weniger zu tun hatten, weil sie in einer Branche tätig waren, die jetzt gerade am Boden lag, wie das ganze Cruise Line Logistics, was wir ja auch sehr stark bedient haben. Also dass wir da gucken, wie agil sind die Führungskräfte auch mit den Themen, die sie auf dem Tisch haben. Und wie gut können sie tatsächlich auch Teams führen, die nicht vor Ort sind. Mhm. Ja, also führen auf Distanz. Führen auf Distanz, das wird nach wie vor bleiben. Auch wenn wir uns alle eine Rückkehr ins Büro wünschen. Ich glaube, das geht jedem von uns so. Wenn wir trotzdem andere Herausforderungen haben oder natürlich auch wird das Leben nach Corona im Büro anders stattfinden. Die Logistik ist ja kennzahlenverliebt. Kennzahlen spielen eine große Rolle. In der Kommunikation wünschen wir uns das ja auch zunehmend, dass man mal überprüft, was habe ich getan, was habe ich bewirkt. Wie seid ihr umgegangen mit all den Maßnahmen? Du hast eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgezählt, die ihr gemacht habt. Woran habt ihr denn erkannt, dass die auch erfolgreich waren oder überhaupt etwas bewirkt haben? Habt ihr ein Kennzahlenset auch für interne Kommunikation? Vorhin haben wir ja schon mal ganz kurz auch über Likes und Resonanz aus dem Markt gesprochen. Wie geht ihr damit um? Genau, bei uns im Intranet können wir das sehr gut tracken, welche Artikel dann auch wie oft geklickt werden und gelesen werden. Das machen wir auch. Da schauen wir auch natürlich drauf. Dann haben wir unsere interne Mitarbeiterzeitungen, gibt es natürlich auch nach wie vor in Printversionen, aber die haben wir natürlich auch stark digital umgestellt. Auch da können wir die Klickzahlen tracken. Und sonst haben wir zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Corona-Hotline denke, haben wir auch aufgezeichnet, oder nicht aufgezeichnet, wir haben halt ermittelt, wie viele Anrufe haben wir gehabt, in welcher Häufigkeit, was waren auch die häufigsten Fragen, die gestellt wurden. Und das schwächte irgendwann ab, weil man hatte natürlich auch ich sag mal, in den anderen Medien unheimlich gut die Möglichkeit, sich irgendwann auch gut zu informieren. Und als da dann praktisch fast keine Anrufe mehr kamen, haben wir das, haben wir auch einfach dann den Anrufbeantworter angeschaltet, hören den einmal am Tag ab und rufen da dann entsprechend zurück. Mhm. Und ja, das sind so die Tracking-Maßnahmen, die wir hatten. Das sind jetzt vornehmlich, wenn ich gut zugehört habe, quantitative Kennzahlen, also messen, zählen, wiegen.
aber man muss ja auch Schlüsse daraus ziehen. Also wenn man jetzt merkt, dass ein bestimmtes Thema besonders häufig geklickt wird, ist natürlich naheliegend, das bewegt die Menschen besonders. Habt ihr mehr gemacht als gezählt? Habt ihr euch auch genauer angeguckt, was denn die Themen waren, die die Menschen vielleicht in der Zeit besonders bewegt haben? Und wenn ihr es gemacht habt, was ist daraus gefolgt? Wurde der Redaktionsplan verändert oder hatte das Konsequenzen für euer Tun? Einen festen Redaktionsplan hatten wir so nicht, aber wir haben natürlich schon, ja, wenn wir gemerkt haben, dass das die Frage nach dem Maskenschutz zum Beispiel aufkam oder wo finde ich die Gefährdungsbeurteilung, dass wir das dann eben nochmal in die Führungskräfte-Calls mitgenommen haben, gesagt haben, die Gefährdungsbeurteilung bitte nochmal durchgehen. Solche Sachen haben wir dann auch qualitativ natürlich gemessen, aber eine exakte qualitative Messung vorgenommen haben wir nicht. Das war viel auch Feedback von den Mitarbeitern, die uns so erreicht haben. Also wenn wir zum Beispiel jetzt bei den Weiterbildungs-Nuggets gesehen haben, es wurde ein Thema unheimlich oft angeklickt, haben wir das nochmal ein bisschen näher beleuchtet, sind da nochmal etwas tiefer reingegangen, haben das vielleicht auch nochmal per E-Mail verschickt, nochmal den Hinweis, hier jetzt haben wir das und das nochmal für euch ein bisschen genauer ausgearbeitet. Und sonst haben wir eigentlich von den Mitarbeitern ein gutes Feedback-System, die uns da immer relativ schnell auch dann ja, als Feedback geben, das haben wir jetzt gut gefunden. Hier wünschen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr. Nuggets, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein wahnsinnig interessanter Begriff, der mir richtig gut gefällt. Und jetzt gibt es gleich noch mal ein paar Begriffe obendrauf, zu denen du dann auch was sagen darfst. Ich bin gespannt. Genau, kommen wir zu den Nuggets. Wir haben 10 Begriffe mitgebracht, zu denen wir von dir mal eine ganz spontane Reaktion, einen kleinen Satz oder auch einfach nur ein Stichwort hören wollen. Generation Z. Eine ganz andere Generation als ich. Schwierig. Stammkneipe. Ich liebe Stammkneipen und ich finde, es gibt viel zu wenig. Hast du eine? Ja, ich habe eine. Unternehmenskultur. Haben wir bei Hellmann eine ganz tolle Unternehmenskultur, in der ich mich sehr wohlfühle. Traumurlaub. Überhaupt mal wieder reisen, bedenkenlos. Speicher 3. Ein tolles Umfeld, was einfach das Arbeiten beflügelt, sehr kommunikativ eigentlich. Ich freue mich darauf, wieder da zu sein. Initiativbewerbung. Meistens schwierig, weil wir sehr viele offene Stellen haben und bei einer Initiativbewerbung es leider häufig nicht zum Erfolg führt. Digitalisierung. Gibt es in vielen Themen meiner Meinung nach schon zu viel, in vielen Themen gibt es zu wenig und ich glaube auch, dass die Logistik an der einen oder anderen Stelle da noch gut digitaler werden darf. Lieblingsstadt. Frankfurt. Wirklich? Ja, wirklich. Tarifvertrag. Hat seine guten Seiten, ist aber auch herausfordernd. Glaube ich. Und der letzte Begriff, Fridays for Future. Finde ich persönlich gut, weil ich glaube, dass die Umwelt es verdient hat, dass man mal wieder dafür auf die Straße geht. Welche Projekte hast du denn so in den nächsten Wochen und Monaten vor dir? Was erfreut dich da? Was erwartet dich da? Was macht dir vielleicht auch ein bisschen Angst oder nötigt dir Respekt ab? Was sind so die nächsten Themen bei dir? Fange ich erstmal mit dem Positiven an. In der nächsten Zeit natürlich ist ein großes Projekt Rückführung des Teams in die Normalität, wieder aus dem Homeoffice komplett zurück. Recruiting, Personalmarketing auch wieder vor Ort mehr zu machen. Aber natürlich trotzdem so dieses Digitale zu behalten, weil da sind wir gut, da sind wir schnell geworden in der letzten Zeit. Durch Videointerviews mit Kandidaten konnten wir sehr, sehr viel, viel schneller auch Positionen besetzen, als wenn wir immer kreuz und quer gereist sind. Und jetzt können wir eben halt sehr gut, sehr qualitativ auch schauen, wo macht es Sinn, sich dann auch den Kandidaten persönlich anzugucken und auch dieses Reisen auf sich zu nehmen. Aber natürlich auch das sukzessive Rückführen des Teams wieder in die Normalität. Und mit Normalität meine ich eigentlich das, was wir vorher auch schon gemacht haben, also ab und zu im Homeoffice zu sein, aber natürlich auch immer wieder gemeinsame Zeit zu verbringen.
Darauf freue ich mich. Das wird mit Sicherheit auch schön. Ich freue mich unbändig darauf, meine Kollegen und mein Team auch mal wiederzusehen und nicht nur über die Videokamera. Das finde ich toll. Das ist ein klasse Projekt, in Anführungsstrichen natürlich. Sonst haben wir gerade ein großes Projekt gestartet. Das ist die komplette Überarbeitung der Karriereseite von Hellmann. Und jetzt auch glücklicherweise auch mit einem hohen globalen, mit einer hohen globalen Ausrichtung. Wir waren sonst ja immer sehr getriggert auf, wir sind ein deutsches Unternehmen ein globales Unternehmen mit deutschen Wurzeln, so muss man sagen, sind aber immer stark aus der deutschen Brille gekommen. Und das drehen wir jetzt ein bisschen um, das freut mich persönlich, aber natürlich auch ein Riesenprojekt, weil wir alles von rechts auf links krempeln und alles genau hinterfragen. Mit welchem Motto gehst du das an? Das klingt wirklich auch nach einem Großprojekt, das eine Weile laufen wird. Geht das mit dem Motto an, geht nicht, gibt's nicht. Das ist immer so mein persönliches Motto. Aber auch wirklich immer mit der Brille des Kunden. Ja? Also wie muss ich das alles machen, damit der Kunde sich gut aufgehoben fühlt und nicht, dass ich vielleicht besonders gut arbeiten kann, ne? Sondern wirklich zu schauen, wie kann ich das eben halt besonders gut jetzt machen, damit ich möglichst schnell die Kandidaten zufrieden zu einer Bewerbung zu uns leite und sie halt auch merken, dass wir eben halt auch, so wie die Logistik ist, schnell, verbindlich, authentisch, dass wir das rüberbringen können. Die Brille des Kunden, das ist eine tolle Perspektive, die wir bei MyMlik auch haben. Unser Bestreben ist ja auch immer zu lernen, sich mit den Kunden zu entwickeln. Als Kommunikationsagentur für die Logistik haben wir auch mit dieser ganzen Dynamik zu tun, Digitalisierung, ja. Veränderung, die Corona auch mit sich bringt. Was würdest du uns denn sozusagen empfehlen, was wir als Agentur noch besser machen können, um den Wirtschaftsbereich Logistik gut zu positionieren, um weiter am Image zu arbeiten? Worauf sollten wir achten? Was sind so Do's und Don'ts, die du uns mitgeben möchtest? Eigentlich gar nicht so viel, weil wie ich euch so in den letzten Jahren erlebt habe in der Zusammenarbeit, finde ich, bleibt so, macht so weiter, bleibt agil. Dann wird das, glaube ich, was ganz Tolles. Vielen, vielen Dank, sehr schön. Sehr gern. Vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir haben Spaß gehabt. Aus den 34 Grad sind jetzt 29 geworden. Ja, ein Und Lüftchen. Ich glaube, den Sundowner haben wir uns demnächst mal verdient. Das Komm gut auch. Nach Hause, vielen Dank, Nicola. Dankeschön.